Sprachnachrichten. Das neue Medium. Okay. Der Daseinsgrund. Hey ho, hier also eine Sprachnachricht von mir. Wenn ich mich mit meinem Freund treffe, dann überlege ich mir eine Frage, die ich ihm unbedingt stellen will, weil ich seine Berufsbezeichnung kenne, aber lange nicht verstanden habe, wozu dieses, sein Werkzeug, gebraucht wird. Ich weiß nicht, was er damit produziert, herstellt sozusagen. Mein Freund ist Seelsorger. Letztens ist mir aufgefallen, dass Menschen an anderen Menschen interessant finden, wie diese sich tief in einer Leidenschaft befinden. Wer mich etwas länger kennt, bemerkt in unseren Gesprächen auch, dass ich immer nur zwei Themen habe. Gott und meine Liebe zu Menschen. Echt, viel mehr weiß ich wirklich nicht. Manch einer schaut mich dann als den Naiven an. Gott lieben und den Nächsten. Mein Freund der Seelsorger oder die erwähnten leidenschaftlichen Menschen geben uns vielleicht einen Hinweis, helfen uns eine Sprache zu finden, die uns aufmerksam macht auf unser Dasein. Vielleicht ist das Werkzeug meines Freundes so wie bei mir die Gitarre oder ein Pott Kaffee und dann einfach miteinander da sein.